Willkommen zurück, Leute, zu Resident Evil 7. Wir befinden uns hier gerade im Wohnwagen, weil ich nochmal auf die Schnelle tatsächlich, naja, ich hatte Angst und bin nochmal in den Wohnwagen gegangen, um auch ein bisschen Platz zu schaffen, tatsächlich. Ich weiß aber gar nicht mehr, was hier los war, wenn ich ehrlich sein darf. Als ob hier noch einfach eine starke flüssige Chemikalie liegt. Naja, gut, vielleicht können wir die gleich irgendwo verbraten. Das ist okay. So, wir haben ja irgendwie zwei Türen. Die eine ist verschlossen, die andere... Bei der anderen wissen wir es noch nicht. Oder ich erinnere mich nicht mehr. Eins von beiden. Ja, okay, hier ist definitiv offen. Ich habe trotzdem... Wusstet ihr, dass ich immer Bedenken habe, wenn ich irgendwo in so ein Haus gehe? Ist mir das doch immer, Was? Was? Ich will nicht rumheulen, ne? Aber. Das gute alte Aber an dieser Stelle. Dietrich, habe ich nicht. Sorry, aber. Nein. Was ist denn bitte Spaltmittel? Okay, Festbrennstoff. Wir finden hier leider Gottes ein bisschen zu viel Stuff. Muss ich jetzt ehrlich so sagen. Wir sind jetzt schon voll. Ah, wartet mal. Dann unter diesen Umständen benutzen wir einmal bitte das hier. So, Energie sieht wieder gut aus. Problem ist nur, wir sind jetzt schon wieder voll. Es ist zum Kotzen, aber es wird hier drin ja bestimmt auch irgendein Speicherraum geben, ne? Es ist ja in der Regel so. Das sollte ja nicht das Problem werden. Alter, einfach viel zu viele Geräusche in diesem Haus. Viel zu viele Geräusche für mich. Ich bin ein empfindliches Pflänzchen, liebes Spiel. Das solltest du... Na, ich will nicht sagen, das solltest du gemerkt haben, weil wie willst du das gemerkt haben? Wobei, an meiner Spielweise könnte das Spiel vielleicht merken, dass ich ein empfindliches Pflänzchen bin und das so alles nicht möchte. Ich möchte dies nicht so. Nein. Okay, da liegt noch was. Ich kann das überhaupt mitnehmen. Okay, das geht auf jeden Fall klar. Davon haben wir jetzt auch schon mittlerweile. Wir haben davon echt viel. Also, mit echt viel meine ich wirklich arschviel. Und ich könnte noch mehr herstellen. Kann man scheinbar nicht rein. Frage ist auch, warum renne ich eigentlich immer mit der Pistole rum? Ich meine, die wird mir am Ende des Tages nicht viel bringen. Okay, das kann ich direkt einwerfen. Kriege ich wenigstens mit, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Und habe ich tatsächlich. Ne, ist dahinter. Im anderen Raum. Okay. Ja, also das Zeug ist tatsächlich ganz cool. Aber ist halt auch so eine Sache, nutzt man am besten instant, meiner Meinung nach. Okay, da ist auf jeden Fall was drin. So, gehen wir hier einmal durch. Und finden Flintenmunition, starke flüssige Chemikalie. Da ich eine habe, nee, die sind gleich doppelt. Ich habe davon zu viel Shit. Kann mit anderen Werten kombiniert werden, um deren Eigenschaften zu verändern. Stärker als normale flüssige Chemikalie. Ja, im Zweifelsfall muss ich sie halt benutzen. Hilft dann halt nichts. So, alles runtergebrannt. Ja. Boah. Das war jetzt die von der anderen Seite verschlossen. Okay. Damit haben wir einen eventuellen Fluchtweg geöffnet. Kann also auch nicht so verkehrt sein. Ah! Komm mal mit mir. Wir werden das klären. Denke nicht.
Denke nicht. Denke nicht, dass wir das kennen. Warum ist das denn immer so? Warum muss das immer so arschuncool sein? Ohne Flachs. Warum? Oh, Leute. Jetzt mal ernsthaft. Sehe dich. Sehe dich. Ich brenne dich auch zur Not an. Oh Gott im Himmel. Nein, 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 nein. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Diesmal. Entkommst du nicht? Ich? Okay, weiß ich nicht. Ich will hier weg. Ich glaube, ich gehe woanders hin. Das ist hier nicht so meins. Da wollte ich nicht runter. Okay, also ich habe keine Ahnung. Soll ich die besiegen? Muss ich die besiegen? Kann ich die besiegen? Sie ist unsterblich, ne? Fucking unsterbliche Bitches, die man nicht besiegen kann. Wo ist sie? Oh nein! Die flüchtet nach draußen. Keine Ahnung. Ob das gut ist oder schlecht. Schwer einzuschätzen gerade. Weil sie hat die, die Dings, die Lampe, aber ich sehe nicht, dass sie die Lampe bei sich hat. Und vor allen Dingen sehe ich auch gerade nicht, ob ich hier irgendwas. Ach komm schon, nicht die jetzt. Ich kann jetzt halt überhaupt nicht gebrauchen. Pistolenmunition habe ich nicht genügend Platz für. Wieder runter. Oh Gott. Wieder runtergefallen, aber sie war hier gerade. Außerdem sind wir, glaube ich, in einem neuen Bereich oder so. Ich weiß es nicht. Flüchtest du wieder? Sie flüchtet wieder. Ich glaube, was auch immer wir da machen. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht so schlecht. Immer noch kein Platz. Gibt es nicht. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich höre sie doch. Hallo, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich doch Platz haben. Erzähl mir doch nichts. Jetzt gibt es keinen Ausweg, Junge. Doch. Hilfe. Hilfe. Ich kann sie so schnell nicht sehen. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, die kommt halt von allen Seiten. Es ist zum Kotzen. Wo? Wo zum Fick? Da. Seh sie. Ist ja was? Erstmal. Scheiße. Ist nicht der Plan? Das ist der Plan.
Wo ist sie? Da. Alter, als ob ich sie so nicht zu packen kriege. Okay. Im Auge behalten. Wieder nicht genügend Platz. Okay, wir müssen hier nach auf jeden Fall alles durchsuchen. Wenn ich das überlebe. Okay, da war sie wieder. Frage ist halt, bin ich gerade... Wer jagt hier wen, ne? Eigentlich jag ich sie ja, aber... Aber auf der anderen Seite weiß ich es auch nicht. Ich weiß halt gar nicht, ob ich das machen muss. Das ist auch so ein Problem an diesem Spiel. Man weiß halt nicht... Soll man sich dem Kampf jetzt tatsächlich stellen? Ich werde dich überhaupt nicht vermessen! Nicht weggehen, Kleiner! Aber wir kommen der Sache aber näher. Wir kommen der Sache aber näher. Sie will oder nicht? Ja, fuck. Kommen der Sache aber definitiv näher, würde ich sagen. Schätze ich. So, wie viel hältst du denn noch aus? Mein Gott! Ist doch jetzt mal gut. Ist doch jetzt mal gut hier. So, wo ist sie? Ich meine, man sieht auf jeden Fall deutlich Verletzungserscheinungen. Come on, Alter. Oh, 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 oh. Sie zerfällt. Bleib doch einfach tot, okay? Und da ist die Laterne, für die ich ebenfalls nicht genügend Platz habe. Ist schlecht. Wie werde ich jetzt irgendwas los? Ich kann die Arznei benutzen. Notgedrungen, ja komm, dann... Ich möchte halt... wirklich die Laterne mitnehmen. Das ist mir ungeheuer wichtig. So, wir haben aber damit auch gleichzeitig diesen ganzen, dieses ganze Haus durchsucht. Boah! Was zum Fick? Die Scheiße ist auch, wir haben eine Menge, wir haben wirklich eine Menge Stuff verbraucht. Wir haben zwar noch Chemikalien und so ein Kram, aber nichtsdestotrotz, ich habe sogar Platz für irgendwas. Okay, wir suchen jetzt mal einmal kurz hier wieder unten noch einmal den Kram ab, weil zumindest die Chemikalie würde ich gerne mitnehmen. Weil wir haben ja jetzt doch alles Mögliche verbraucht und gut ist das nicht. War die Scheiße denn jetzt? Ist halt irgendwie von hier oben runterfallen, ne? Ja. Da liegt sie doch. So, die können wir zum Beispiel direkt schon mal hiermit benutzen. Plus und dann damit. Ja, denn von dem Brennstoff brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ist halt schlicht und ergreifend so. Alles klar. Jetzt sage ich einfach mal, so weit, so gut. Das war doch... Okay. Pistolenmunition. Sehr schön. Entriegelt.
Aha, kommen wir hier direkt wieder raus. Alles klar. Dann würde ich gerne zurück zum Wohnwagen. Dann können wir wieder in das alte Haus, dann können wir die Laterne da dran machen. Und dann sieht es doch alles eigentlich ganz okay aus. Dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Behaupte ich mal. So, wir machen aber erstmal hier. Erstmal schauen wir, wie wir es überhaupt jetzt anstellen. Wir brauchen Munition für den Granatwerfer. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die brauchen wir aktuell auch nicht. Die brauchen wir aktuell auch nicht. Wir brauchen aber. Boah, ich habe halt nur noch so ein Shit, ne? Das ist zum Kotzen. Hier eine starke Arznei habe ich noch. Dann hört es halt auf. Haben wir noch normale Arznei? Ich habe hier noch jede Menge starke, flüssige Chemikalien. Da würde ich sogar. Komm, nutze ich sogar nochmal eine. Und kombiniere das damit. Haben wir zwei davon. Was kann denn das Spaltmittel? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Ah. Okay, wenn man der Meinung ist, man braucht doch was anderes. Das ist halt gar nicht mal so hundertprozentig verkehrt. Liebe Freunde, mit diesem tollen Sieg, den wir da vongetragen haben, würde ich aber sagen, verabschiede ich mich von diesem Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.